Okay, der ist. Wo kommen wir hiermit hin? Nirgendwo hin. Da kommen wir wahrscheinlich zurück. Hallo. Meine Fresse. So, Glockenspiel. Nee, Dingerbumser. Hier, Glockenspiel. Dingerbumser. So. Ja, okay, damit kommen wir zurück. Jetzt brauche ich den Slog, den Scrap bitte mal hier unter mir. Ein Jojo machen. Wunderschön. So, du bist wieder gechillt da unten. Bitte jetzt noch auf die rechte Seite gehen und dann werden wir hiermit auch fertig. Noch 3 Stück. Nein. Ich wollte nach oben. Ich will das gar nicht sehen. Wir haben heute übrigens den 13.09. Sollte ich vielleicht dazu sagen. Ach genau, hier müssen wir den hier rüber locken. Komm her. So. Oh, das ist ein ganz komisches Level hier. Das habe ich damals auch nicht so richtig kapiert. Okay, wir müssen erstmal runter. So, ich war hier auch noch. Da war auch noch einer. Verzieh dich mal bitte nach links, nach rechts. Nein, du sollst den. Der fährt dann nämlich, glaube ich, nach oben. Aktiviert den Brunnen. Und die bekriegen sich. Wir können ihn zugucken. Der Brunnen ist jetzt, glaube ich, auch aktiv, ne? Nee. Noch nicht. Ey, Wabbel, Schwabbel da unten. Dann ist ja weiter rechts der Dings. Das wird er sein. Weil das komisch ist nämlich, das Level ist auf jeden Fall anders aufgebaut. Denn unter dem Aufzug war im Originalteil auch noch ein Brunnen. So, hier kriegen wir das Glockenspiel. Haben wir die Steinschlösser schon? Nee, machen wir hier. Boing. Nee, ich muss da runterfallen. Alles klar, mal gucken, ob ich das überlebe. Yay! Ja, okay. Das hätte man im Original nicht überlebt. Hier kommen, glaube ich, Fledermäuse raus. Das sage ich bei jedem Level. Hier kommen, glaube ich, Fledermäuse raus. Nee. Nee. Warum nicht? Das ist unfair. Ich will Fledermäuse haben, die mich töten. Nummer 6. Nummer 7. Wir haben auf jeden Fall die rechte Seite haben wir rückwärts gemacht. Wir haben auf der linken Seite richtig rum angefangen, aber dann nicht mehr. So, das war das. Nee. Keine Ahnung. So, was machst du denn hier? Okay, ich muss nach links laufen, alles klar. Abbrechen. Ja, da hast du ein schönes Stück Fleisch erwischt, muss ich schon sagen.
Aber wo kommen wir denn hier hin? Ich muss auf jeden Fall wieder nach rechts. Mache ich jetzt auch direkt. Ich würde mal gerne wissen, was das da in diesem Stein ist, wo dieses Laubzeug rauskommt. Ob das irgendwie so ein Nistplatz von denen ist? Da sind auch wieder diese Nupsi-Dinger im Hintergrund, die so... Ich mag voll die Verzierung da von denen. Von diesen komischen... Steinteilen. Ist ja nicht alles aus Stein oder so, ne? So. Haben wir hier vielleicht Fledermäuse? Nö. Schade. So. Ich drück immer falsch. Jedes Mal. Letzte Tür. Danach das Nest. Also das richtige Nest. Ich nenne hier eigentlich irgendwie alles Nest. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das auch anders nennen soll. Also was haben wir hier? Nix. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ein paar Fledermäuse und das Glockenspiel. Das ist auch so eine süße Kette dran irgendwie. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und auch halt wieder so Verzierungen aus Stahl. Hm, nice. So. Ach genau, hier müssen wir von den Fledermäusen weglaufen. Weil die uns auch tot machen können. Okay, ich muss da hoch. Na, ich lasse erstmal den Spaten da mit seinem komischen Quatter. Quatter! Das wollte ich gar nicht. Aber gut. Stein? Nee, das ist auch kein Steinschloss hier. Hm. Na gut. Nein! Okay. Doch, das war gerade das Steinschloss, ne? So, und den wollte ich benutzen. Okay, dann funktioniert der nicht mehr. Das ist... Hä? Ach so, durch das Steinschloss wahrscheinlich funktioniert der nicht mehr. Haben wir alles, ne? Da! Da kommen Fledermäuse raus. Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Ich meine, jetzt bin ich mir eigentlich zu 99% sicher, dass da Fledermäuse rauskommen. Ja! So, ich trinke jetzt nochmal was. Und dann geht's ab ins Nest. Das Nest ist eigentlich genauso aufgebaut wie in Paramonia. Dass man halt so eine Verfolgerszenerie hat. Aber ich glaube, eine skrabanische Nester. Abe wusste, Scrabs sind kein Kinderspiel, aber für Designen war ihm nichts zu viel. Hier riecht's nach lecker Essen. ja. Suche aus der Ferne oder sowas. Ferne. Machen wir aber nicht. Wir rennen einfach. Yay. 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 Wow, ich bin zu weit gesprungen. Also zu spät abgesprungen. Meine Mutter wollte halt Kartoffelgratin machen. Danach riecht es hier gerade. So. Einmal Quicksave. Aber ich finde, das ist hier ein bisschen gediegener. Als... Oh, falsche Richtung. Ein bisschen gediegener
als bei den Pyromites. Also hier hat man mehr Ruhestellen irgendwie, warum auch immer. Ja, warten wir halt nochmal ab. Nicht weglaufen. Hallo. Falsche Richtung, du Idiot. Okay. Komm. Komm rüber. Ich muss dich töten. Das ist immer nur am Rumstolpern ist, ne? So. Das Schöne ist, dass es keine Vibration hier gibt. Bäh. Von wegen, die Steine prallen jetzt, auf dem Boden gedöns. Das ist auch sehr schön hier. Das gefällt mir. Und es war ihm auch nicht bewusst, die Narbe auf seiner Hand rettet Abe vor Verdruss. Da hat man übrigens hier von diesem Zauberer. Zauberer. Wie nennt man die denn? Den Typ halt. Big Face heißt der, glaube ich. Ich meine, der wird Big Face heißen. Ja, von ihm halt die Maske. Das ist halt der Typ, der dem Ape die Narben verpasst. Wie nennt man die denn? Also Zauberer ist nicht das richtige Wort. Aber es geht halt irgendwie so in die Richtung. War da ein Brunnen? Oder bin ich einfach nur scheiße gesprungen? Hey. Ah, ich bin scheiße gesprungen, aber es ist schon hoch da. Funktioniert aber. So, ab in Big Face Hütte. My test was completed. I expected to rest. Then Big Face revealed the intent of my quest. The two scars together on the back of each hand could shut down rupture farms. And restore the lost land. Da haben wir die zweite Narbe. Wasser bringt Abe zurück aus dem Sand mit der Crab-Narbe auf der linken Hand. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 5:45. Könnte ich eigentlich schon ein bisschen... Ja, du kommst zurück, bla. Auf jeden Fall können wir jetzt zurück. Zurück, no Rapture Farms. Und man hat auch eben gehört, dass er Big Face heißt. Oder beziehungsweise Großkopf im Deutschen. Ja. Tadam. Ach genau, wir kriegen jetzt noch eine, eine Sequenz. Und da gehen wir mal gerade rein, ne? Oh.
now my chant had power. Rupture Farm should be warned.